kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece. Kopftuchdebatte, Terrorgefahr, unterdrückte Frauen, das sind die üblichen Stichworte, die den Menschen einfallen, wenn das Stichwort Islam fällt. Ich bin Marc, bin ziemlich neugierig und mich interessiert, wie hier in Krumbach diese Problematik zu bewerten ist. Und ich möchte der Sache nachgehen und schauen, wie die hier lebenden türkischstämmigen Menschen, speziell Frauen und Mädchen, in dieser Welt hier zurechtkommen und ob die wirklich eine Gefahr sind. Denn da stellt sich die Frage, ob wir Kugida brauchen. Und dieser Frage wollen wir in den nächsten Minuten nachgehen. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasılsın Maline? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. İçmek bedeutet trinken. İçiyorum. Ich trinke. İçiyorsun. Du trinkst. Hanife, wo ist dein Kopftuch? Sollte ich sowas tragen? Ich weiß es nicht, sagst du es mir. Solltest du? Sollte ich nicht, nein. Nee. Ja, also mal im Ernst, wir sind jetzt hier in der Ditib-Moschee in Krumbach. Was genau ist denn Ditib? Ditib ist ein großes Verein, was von der Türkei unterstützt und anerkannt wird. Mhm. Auch von den Türken unterstützt und anerkannt wird. Mhm. Das ist auch eine religiöse Vereinigung, oder? Ja. Also sunnitisch. Islam. Genau. Dieser Raum hier, wofür wird der denn genutzt, wenn nicht gerade mein Türkischunterricht stattfindet? Hier werden die Kinder unterrichtet. Okay. Koran. Was ist denn für dich die Motivation? Also sind ja eigentlich überwiegend deutsche Leute sozusagen in deinen Kursen. Was ist für dich die Motivation, den Türkisch beizubringen? Warum machst du das? Miteinander leben, damit wir besser miteinander leben können, damit die auch etwas über die türkische Sprache können und damit die überhaupt verstehen, in etwa verstehen, wie schwierig es eigentlich ist, eine zweite Sprache zu lernen, ne? Also damit die uns besser verstehen, ja? Damit die aus der Perspektive eines Türkischstämmigen genau. Quasi durch genau. Das Auge mal das Ganze sehen können. Ja. Und hast du den Eindruck, es funktioniert? Ja. Ja, es funktioniert fabelhaft. Mhm. Und ich habe auch eins gemerkt, die Leute, die sind auch sehr interessiert daran. Und das ist das Schöne. Mhm. Und das motiviert mich. Mhm. Dass die einfach Freude daran haben und dass es denen Spaß macht und dass die lernen wollen. Das ist eigentlich die größte Motivation für mich. Ja? Also braucht man jetzt eigentlich keine Angst vor einer Islamisierung haben. Nein, warum denn? Warum sollte man dann Angst davor haben? Warum? Warum hat man denn Angst über Islamismus? Wieso? Weil man nichts drüber weiß vielleicht. Oder zu reden. Eben. Denn wenn man Islamismus wirklich verstehen würde, ja, das Beste im Islamismus ist ja, man darf keine Leute, keine Menschen zu irgendetwas zwingen. So, was bedeutet das? Das bedeutet Freiheit. Ja? Und wenn jeder wirklich nach Islamismus leben würde, glaub's mir, dann täte Frieden auf Erden geben. Nişanlı, 27 yaşında. Bunlar Ferdi ve Sinan. Ferdi Alman, Sinan Türk. Önla öğrenci. Dann lässt Klasse mich los und rennt mir ganz einfach davon. Ich habe keine Schwester. Das ist schade. Jungen sind so anstrengend. Du hast gerade vorgelesen, dass Jungs sehr anstrengend sind. Ja. Stimmt das? Ja. Echt? Warum? Weil mein Bruder ist auch anstrengend. Dein Bruder ist anstrengend. Ja. Aber du hast auch gerade vorgelesen, du hast keine Schwester. Das stimmt ja gar nicht. Du hast eine. Ja. Die Messia. Ja. Ist sie auch anstrengend? Nein. Manchmal. Okay. Ist die Lara auch anstrengend? Ja. Also, die Kinder von Bullaby war das Buch. Das hast du auch schon ganz gelesen, oder? Ja, mit der Schule. In der Schule schon. Hast du das auch gelesen? Nein. Nee. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Gregs Tagebuch. Worum geht's da?
Aber das sind so Comics? Ja, so wie Comics. Da geht es um einen Jungen, der hat einen Freund und der Freund hat eine Freundin. Und also Greg, der Freund von dem Freund, hat keine Freundin. Und er will halt auch eine Freundin haben, deswegen sucht er Tipps, wie man eine Freundin bekommt, von Comics, von so Heften und so. Seine Mutter gibt ihm Tipps, sein Vater auch, aber sein Bruder nicht. Und funktioniert es dann? Ja, zum Schluss hat er dann eine Freundin. Okay. Was sind denn so eure liebsten Unterrichtsfächer? Was macht ihr denn gerne und was macht ihr nicht so gerne? Mein Lieblingsfach ist Sport und mein Nicht-Lieblingsfach ist WTG. Werken. Okay. Warum magst du Werken nicht so? Ich mag nicht so basteln, mit Holz arbeiten und sowas mag ich nicht. Du magst dich lieber bewegen ein bisschen. Und was machst du im Sport am liebsten? Wir spielen Völkerball, Seilhüpfen, das Volleyball spielen, ganz verschiedene Sachen eigentlich. Und deine Mama hat gesagt, du hast einen Wettbewerb gewonnen, schon zweimal. Ja. Und wie hat das funktioniert? Was musstest du da malen? Wir durften malen, was wir wollten. Und ich habe dann als erstes in der zweiten Klasse habe ich Engel gemalt, die wo vom Himmel Süßigkeiten runterwerfen. Und dann habe ich den ersten Platz gewonnen. In der dritten Klasse habe ich einen Vogel gemalt mit einem schwarz-blauen Hintergrund. Und auf dem Vogel war ein Mädchen drauf, ihre Haare sind dann hintergeflogen, weil sie dann fliegt. Da habe ich auch den ersten Platz gewonnen. Super, super. Und du hast hier auch ein Bild. Ja. Zeig mir mal. Das ist ein neues Bild, oder? Ja. Wann hast du das gemalt? Weiß ich nicht. Weiß nicht mehr, aber wie hast du das gemacht? Ich habe erst Farbe genommen, dann habe ich so Tupfen gemacht, habe ich mit dem Strohhalm, bevor die Farbe trocknet, drauf gepustet. Okay, das war vorher. Schön. Wenn du nachdenkst, denkst du dann in Deutsch oder in Türkisch? Eher auf Deutsch nach. Ja? Manchmal aber auch in Türkisch oder machst du das gar nicht? Ganz selten. Und träumen, wenn du nachts träumst? Auf Deutsch. Und du? Ich manchmal auf Türkisch und manchmal auf Deutsch. Okay. Es ist ja schon so, dass aus der ersten Generation der Einwanderer, die Ende der 60er, glaube ich, gekommen sind. Meine Eltern zum Beispiel. Abkommen damals, genau, deine Eltern. Da ist es ja oft so, dass die wenig oder gar kein Deutsch sprechen. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund dafür? Der Grund dafür gewesen, meinst du? In der jetzigen Generation sehe ich dieses Problem gar nicht mehr. Die geboren sind, die sprechen ja alle. Weißt du, was der Grund dafür war? Die Leute sind mit dem einen Gedanken hergekommen. Arbeiten, sparen und zurückkehren. Sind aber doch geblieben. Manche schon. Meine also Eltern zum Beispiel nicht. Okay. Meine Eltern sind zum Beispiel im Jahre 1984 wieder zurückgekehrt in die Türkei. Und 1984 sind auch sehr viele mit denen zurückgekehrt. Ne? Was denkst du, war der Grund? Also einfach, weil sie sich an ihren eigenen Plan gehalten haben? Genau. Wir gehen jetzt dahin zum Arbeiten und dann gehen wir wieder weg. Okay. Eben. Und was denkst du, warum viele aber geblieben sind? Weil die alle hier natürlich Kinder bekommen haben. Kinder, die älter geworden sind. Die dann auch schon verwurzelt waren. Eben. Und dann, wer wird schon sein Kind hinter sich lassen wollen und in die Türkei zurückkehren wollen mag. Okay. Dann kommen auch noch die Enkelkinder dazu, von denen man sich nicht trennen kann. Das bedeutet dann weiterleben in Deutschland. Würdest du denn bestätigen, man hört oft, dass junge türkischstämmige Menschen oft wenig bis gar kein Türkisch mehr sprechen. Ist das tatsächlich so? Das stimmt, leider. Leider. Das ist vielleicht dann auch der Grund, warum hier in der DİTİB-Moschee auch Türkisch oder auch Koran, also auch Kultur sozusagen, den jungen Menschen mit auf den Weg gegeben wird. Genau, du sagst es. Ja. Und es funktioniert auch. Wird auch fabelhaft, fabelhaft. Okay. Ne? Unser Imam, der macht es auch super. Und ihr seid auch, es gibt diesen deutsch oder diesen türkischen Elternbeirat in Krumbach. Da lernt ihr türkische Sprache und türkische Kultur. Ja. Okay. Und was genau macht ihr da so? Da gab es ja auch diese Veranstaltung neulich. Da habt ihr auch beide gesungen. Ja.
Also wir haben Gedichte gelernt, wir haben die türkische Nationalhymne gelernt, auswendig, die deutsche auch, obwohl es eigentlich nichts mit dem zu tun hat. Dann haben wir die Theateraufführung gelernt, ja, wir haben gesungen, ganz verschiedene Sachen, hat uns Spaß gemacht. Ja, was hat am meisten Spaß gemacht? Die Lieder singen. Ja. Ihr singt beide gerne, oder? Ja. Ja. Magst du was singen, die Lara? Okay. Ja? Was für ein Lied magst du denn singen? Ein arabisches. Deine Mama, die stammt aus einer Gegend, wo Arabisch gesprochen wird, richtig? Ja. Aber du sprichst selber kein Arabisch, oder? Mhm. Würdest du es gerne können? Ja. Ja? Also vielleicht kannst du es mal lernen, wenn du ein bisschen älter bist. Okay, ja, dann sing doch mal. نحنا أطفال الشارع شوفوا شو صاير فينا قتلوا تشرين وهون رعب مسيطر علينا نحنا أطفال الشارع شوفوا شو صاير فينا قتلوا تشرين وهون رعب مسيطر علينا أحلام الطفولة هينا لسا كما كدرت معنا اللي يا سالم هالشاب شالم مولا تكترنا شالم مولا تكترنا Bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece. Weißt du auch, worum es in dem Lied geht, das du jetzt gerade gesungen hast? Über den Krieg in Syrien. Ja. Mhm. Und woher kennst du das Lied? Habe ich einfach gefunden. Im Internet? Ja. Cool. Guckst du da öfter im Internet nach Liedern? YouTube, ja. Und da hast du dann schon ganz viele Lieder gefunden. Ja. Und versuchst du dann immer, die nachzusingen? Ja. Dann kannst du bestimmt schon ganz viele Lieder. Das ist ja, wenn ihr mal groß seid, was wollt ihr denn dann machen? Habt ihr da schon eine Idee? Mhm. Ja? Ich gehe aufs Gymnasium, ich komme jetzt in die 5. Klasse. Ah, okay. Und ich würde gerne Lehrerin werden. Ja? Mhm. Und was für eine Art von Lehrerin würdest du? Schullehrerin. Also Grundschullehrerin? Ja, Grundschullehrerin. Oder? Ja, okay. Wie kommst du drauf? Einfach, magst du Kinder gerne? Ja, ich mag Kinder gerne. Ja. Und magst auch gerne Leuten was beibringen? Ja, und wir spielen ja immer zu Hause hier Schule. Ah, okay. Und da bin ich immer die Bist Lehrerin. Bist du die Lehrerin? Ja. Und, das macht mir Spaß. Ah, okay. Ja, schön. Und du, die Lara, hast auch du schon Lehrerin. Auch Lehrerin? Ja. Da bist du, wenn ihr Schule spielt, machst du auch nochmal die Lehrerin oder ja, machst du es irgendwie jetzt hier? Mach mal auch so. Wenn sie nicht mitspielen will, bin ich okay, dann die Lehrerin. Bist du die Lehrerin. Ja. Und bist du auch Grundschullehrerin? Ja. Ja. Okay. Und was ich an der Lehrerin liebe, ist auf die Tafel zu schreiben. Echt? Ja. Na, die Tafel schreiben. Ja. Warum? Weil. Halt so. Ja, es macht Spaß. Ist es das Geräusch, wenn die Kreide so quietscht, magst du das? Ja. Ja, echt. Okay. Ja, schön. Ne. Ja. P. Jor. Sun. Was bedeutet ne? Was? Ne bedeutet was? Ihr drei, Helene, Benno, Marlene, ihr seid sozusagen die Fortgeschrittenen. Ihr habt schon 2 oder 3 von den Kursen bei Hanife absolviert. Was war denn eure Motivation, überhaupt Türkisch zu lernen? Helene, bei dir? Ich habe einen türkischen Mann und wir reisen auch viel in der Türkei und ich mag auch Türkei sehr gern und darum habe ich gesagt, ich möchte einfach auch die Sprache lernen. Hat es dir auch was gebracht? So? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also dein Mann versteht dich auch jetzt besser? Nicht immer, aber... Das liegt dann nicht an Türkisch wahrscheinlich. Genau. Aber, okay. Nee, fand ich echt toll. Ja. Und Benno, bei dir, was war deine Motivation? Ja, es ist einfach, es sind viele Türken bei mir im Umkreis, viele jugendliche Türken, mit denen ich halt eigentlich auch Kontakt haben will und immer bloß Deutsch reden, das ist
Nein, dass ich denen halt einfach auch entgegenkommen kann. Mhm. Und Türkisch ist eine schöne Sprache. Vielleicht mal eine Türkei-Reise, wer weiß. Du sprichst auch andere Sprachen, oder? Ja. Schulbedingt oder einfach? Schulbedingt, weil, ja. Ja, okay. Das ist, würdest du jetzt sagen, Türkisch ist schwerer oder leichter als die anderen Sprachen, die du so drauf hast? Ja, es ist halt einfach schon eine andere Unterrichtsart jetzt mit Volkshochschule, aber ansonsten ist Türkisch, glaube ich, leichter. Mhm. Weil Türkisch doch eine Sprache ist, wenn man mal weiß, wie es geht, dann kann man sich schon irgendwie herleiten. Und es ist ja eine Sprache, wo man reden kann. Also. Okay. Marlene, würdest du deinem Sohn da recht geben? Also jetzt verglichen mit Französisch ist Türkisch auf alle Fälle einfacher. Mhm. Ich weiß nicht, Englisch, ich glaube, Englisch lernt mit dem, dass man da so früh anfängt, ist die Entscheidung an die, also das. Was war bei dir der Grund, Türkisch zu lernen? Ich finde es ganz toll, weil man hängt dann nur zwei Silben hin und dann hat man schon einen ganzen Satz, also wo wir halt einen ganzen Satz brauchen, das sagen die ja mit einem Wort so quasi, wenn man mal so weit ist, dass man die Bauteile kennt. Ja. Benno, wie waren denn die Reaktionen, wenn du jetzt mit deinen Freunden dann irgendwie mal einen Satz Türkisch gewechselt hast? Wie haben die das auch aufgenommen? Also es gab unterschiedliche Reaktionen. Einmal beim Fußball, nicht Hallo gesagt, sondern Merhaba. Mhm. Ja, nasse Sinn. Dann haben sie mir so angeschaut und haben da mehr oder weniger gelacht, was ich denn für einen Schmarrn erzähle. Aber ich habe dann zum Beispiel in der Schule einen zum Geburtstag gratuliert auf Türkisch, wo ich dann extra davor gefragt habe, die Hanife, was denn alles Gute zum Geburtstag heißt. Und der hat sich dann auf Türkisch bedankt. Das habe ich dann leider nicht verstanden. Aber der war total zuvorkommend, der fand es richtig geil. Mhm. Ja. Okay. Was habt ihr denn für einen Eindruck so von der Hanife? Sowohl als Lehrerin als auch als Mensch, so nachdem ihr jetzt ja doch einige Zeit mit ihr schon verbracht habt. Also ich finde, die hat sich echt super toll integriert in Deutschland. Das ist zwar eine Türkin, aber ich finde, die lebt so ihre zwei Nationalitäten. Die ist zwar eine Türkin, aber jetzt nicht so extrem, finde ich. Also die ist mir auch eingedeutscht. Ich finde, die hat so das gesunde Mittelmaß. Und was ich halt toll finde, wie sie den Unterricht anpackt. Ich finde es toll, dass sie in 10 Stunden oder 10 Unterrichtsstunden einem eigentlich einiges beibringen kann. Also wenn man dann aus dem Unterricht rausgeht, ist man einfach fit oder halt, ja, hat man so die Grundkenntnis. Okay. Dann hast du noch was dazu zu fügen? Ja, also ich würde es jetzt nicht so als Lehrerin bezeichnen, weil Lehrer sind ja doch irgendwie so ein bisschen negativ. Also sie bringt es halt einfach allen freundschaftlich bei, sag jetzt mal. Also nicht so, hey, so und so muss ich es machen, sondern weil wie du rollt man es halt mal 5-mal. Aber dann kapiert man es halt auch. Okay. Marlene, hast du noch was hinzuzufügen? Und sie lobt uns immer, gell? Also wir können gar nichts falsch machen. Sie lobt uns immer, dass wir so gut sind. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Was wir da gerade gehört haben, war ein Lied des türkischen Volkssängers Aşık Veysel, vorgetragen von der zauberhaften Elif Polat zu meiner Linken. Dankeschön, Marc. Wir sitzen hier im Krumbacher Stadtpark zusammen mit einer ganzen Menge Mücken, die etwas nerven. Ja, ich weiß auch gerade ja. schon. Elif, du bist Alevitin. Ja. Magst du mal den Leuten, die jetzt vielleicht damit nicht so anfangen können, erklären, was eine Alevitin ist? Eine Alevitin. Also, es ist auf jeden Fall so. Es wird ja oft behauptet, wir sind Aleviten, ihr seid Moslems. Oder wir sind Moslems, ihr seid Aleviten, sowas gibt es nicht. Das Alevitentum ist eine Abzweigung des Islam. Mhm. Und wenn jetzt andere zu Mohammed beten, beten wir zu Allah, Mohammed, Ali. Mhm. Also diese Reihenfolge. Und diese Abzweigung zeichnet sich halt dadurch ab, dass wir zum Beispiel nicht in die Moschee gehen. Aleviten dürfen auch Alkohol trinken, oder? Wir dürfen auch Alkohol trinken. Ich habe mal gehört, ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber ein Alevite darf so viel trinken, oder so lange trinken, bis er, solange er anderen und sich selber nicht schadet. Ich meine, klar schadest du dir selber, wenn du was trinkst, aber... Schadest du dir auch manchmal selber?
Nein, nein, aus dem Alter bin ich raus. Okay, okay. Die ersten Versuche gingen schon mal schief, aber okay. Es passt wieder. Es gibt ja in Krumbach auch einige Aleviten. Ja. Es gibt diese Form des Gottesdienstes, die Cem-Zeremonie. Genau. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wie gesagt, wir gehen ja eben nicht in die Moschee. Mhm. Nur wir haben alle paar Monate, es ist halt unterschiedlich von Verein zu Verein. Krumbach macht es leider nur einmal im Jahr. Mhm. Es ist halt auch wirklich ein Gottesdienst, wo wir Frauen und Männer alle in einem Raum sind. Mhm. Das ist zum Beispiel bei den anderen jetzt nicht so. Nur wir sitzen auch getrennt, also Männer auf der linken Seite und die Frauen auf der rechten Seite. Mhm. Mhm. Und ganz vorne sitzt der Dede, der betet uns vor, mhm. der erzählt uns was über das Alevitentum und wir beten halt einfach mit. Mhm. Und unsere Jams dauern aber schon ein paar Stunden, mhm. dann auch mit Sass und Musik. Also da macht auch jemand Musik, ja. Der spielt dabei. Diese traditionellen Lieder. Genau, nur das sind halt... das sind keine Songs in dem Sinne, dass man dann klatscht oder dazu mhm. tanzt oder sonst irgendwas, sondern das sind einfach Gebete in Liedform sozusagen. Genau, mhm. genau, so mhm, kann man okay. sagen. Hast du denn selber das Gefühl, in Deutschland gut angekommen zu sein, gut angenommen zu werden, oder gibt es da manchmal Probleme, dass du irgendwie denkst? Also ich höre zum Beispiel oft von türkischstämmigen Leuten, die sagen, ich weiß nicht, ich bin in Deutschland eigentlich kein richtiger Deutscher, ich bin in der Türkei aber auch kein richtiger Türke. Ist das bei dir jetzt, bei deiner Generation auch noch ein Thema? Oder? Ja, also bei meiner Generation auf jeden Fall. Bei mir persönlich jetzt nicht, gar nicht. Ich weiß zwar nicht, was bei mir schiefgelaufen ist, aber ich fühle mich sauwohl in Deutschland. Ich sehe mich auch als Deutsche mit türkischen Wurzeln. Mhm. Ich wünsche mir, dass es... ja, wie soll ich sagen, dass einfach so meine Generation vor allem, dass sie ein bisschen anpassungsbereiter, williger sind. Mhm. Und auch für die Deutschen, dass sie einfach ein bisschen offener sind für... Mehr aufeinander zugehen sozusagen. Dass das einfach da ist. Mhm. Es bringt ja nichts, wenn sich alle gegenseitig ausschließen. Ja, ich meine, bei mir ist es ja auch nicht schief gegangen, ja, oder? Ja. Ja, du kannst auf jeden Fall mit deiner SAS einen Teil dazu beitragen und ich hoffe, das wirst du auch noch öfter machen. Mach ich auch gerne. Super. Dann vielen Dank fürs Gespräch, Elis. Danke dir. Danke. Wir haben jetzt einige Menschen kennengelernt. Von Kopftüchern keine Spur. Viele von diesen Menschen suchen tatsächlich auch Halt in ihren angestammten Kulturen und versuchen, ihre Wurzeln zu behalten und zu würdigen. Da kann ich auch nichts Negatives daran finden. Ich für meinen Teil komme zu dem Schluss, Krugida brauchen wir nicht. Wir will, wir insan, iki will, iki insan. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Mach ich ihn fertig? Der verträgt es. Gell?